Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Kurt Vanguard und der 14. saisonalen Herausforderung von Season 5 im Zombie-Modus. So, dieses Mal evakuiere dreimal erfolgreich nach 10 Runden ohne Herzen beim Folianten der Rituale oder beim Paktaltar auszugeben. So, das heißt, wir spielen einfach 10 Runden. Also müssen die 10. Runde auch abschließen, ne? Und dann evakuieren. Wir dürfen unser Artefakt nicht verbessern und dürfen uns keine Pakte kaufen. Ist an sich jetzt nicht schwer. Gerade in der Archon oder Shinonuma sind 10 oder bzw. 15 Runden zum Evakuieren mega einfach und mega schnell. Und dann holen wir uns halt mal ein bisschen mehr Stamina, ein bisschen mehr Juggernaut. Wie auch immer, ne? Gut, machen wir nebenbei eh mit unserer Essenz. Sollte so an sich, denke ich mal, jetzt kein Problem sein, wenn wir eine gute Waffe dabei haben. Natürlich zeige ich euch jetzt noch mal einen kleinen Clip, dass ihr seht, wie ich das mache. So Leute, ich bin jetzt Runde 15, ich kann jetzt evakuieren, ich hätte natürlich auch Runde 10 evakuieren können. Ich wollte aber die 10 Runden definitiv überstehen und wenn ich in Runde 10 evakuiere, ist es ja nicht gesagt, dass die Runde halt zählt. Ne? Deswegen wollte ich halt mindestens Runde 11 sein und da ich in Runde 11 nicht mehr evakuieren kann, muss ich es jetzt machen. So, unten links sehen wir die drei Felder für die Pakte sind leer. Unten rechts sehen wir das Bild vom Ätherschleier. Sehen, das Ding ist Stufe 1, ist also die Standardstufe. Und jetzt gehe ich zur Evakuierung und starte das ganze Ding mal. Wenn sich das Listportal öffnet, gehe so schnell du kannst dorthin. Und da sehen wir es, Freunde. Team erfolgreich evakuiert. Ich bin einmal down gegangen, aber das ist nicht schlimm, wenn wir im Solo-Modus sind. Einfach wiederbeleben. Und ich habe kein Internet mehr. Was? Okay, cool, passiert. Jedenfalls, damals gesehen, ich hatte keine Pakte, ich hatte kein verbessertes Artefakt, quasi nicht ein Herz ausgegeben, bin evakuiert und das ist auch schon alles, Freunde. In diesem Sinne, ihr wisst Bescheid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.